Moin, moin, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zur Ach, nächsten Leute. Folge Borderlands. Ja, jetzt ist die Antwort bei dir nicht drauf, hä? Richtig. Na dann, trotzdem nochmal an Nanas Zuschauer. Moin, moin, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge Borderlands 3. Zusammen mit Nana. Grüße. Und dem LSD-Jabber. Guck dir den doch mal an. Alter. Da kriegt ihr selben Skin, wie ich ihn hab. Oh, nee. Finde ich muss trotzdem schön. Sei froh, dass ich nicht Morgus Kopf auf hab. Oh Gott. Please no. Wäre aber mal interessant zu wissen, wie das aussieht. Gut, dass du da bist. Mit einem Kammerjäger ist man immer sicherer. Nur mal interessenhalber den Kopf drauf. Mit dem Kopf könnte ich bei Saints Row mitmachen. Und hau den Kopf mal rauf. Ich will wissen, was da in Fiedern. Die perfekte Garderobe für ein Blutbad. Na, da ändert sich nichts. Ja, nur das Skin, also die. Wie soll sonst die Farbe selbst würde sich ändern. Beim Kopf nicht. Hey, du siehst ein bisschen dunkel aus. Hast du dich verbrannt? Ja, es gab heute Täubchen. Boah, Alter. Oh, mein Täubchen. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ach, das hier wird noch schön. Irgendwo werden dann hier noch solche Kopf... Ich sag mal so, was wie Kopfgeldjäger-Missionen erscheinen. Und wenn ich eine abschließe, erscheinen die bei dir wiederum, wenn du die noch nicht hattest. Ah, ja. So ein bisschen hin und her. Arbeitest du noch an dieser kleinen Sache? Sag mir Bescheid, wenn du fertig bist. Willst du oder willst du nicht? Er macht's. Oh, nice. Das ist natürlich deiner erstmal. Ja. Dann gibt's hier drüben noch welche. Ich geh mal hier. Ach, ich habe ja kein Geld mehr. Ich habe alles ausgegeben. Aber immerhin ein Klassenmod. Dazu nichts kann, aber was soll's. Du musst aber bedenken, einmal. Jeder Automat gibt was anderes. Ja, ja. Wo? Oh, zum Beispiel Granate. Boxy. Das hat sie noch schon in BL2 gemacht. Ja, leider. Aber ich kann zwei Sachen sagen. So wie in BL2 kannst du dich hier nicht einfach zwischen die Automaten stellen und wärst sicher. Warte mal, war das Geld jetzt geteilt? Das ist dein Klassenmod. Na, musst du aber trotzdem aufheben, da ist erstmal für dich gedroppt, sozusagen. So. Ansonsten behalten und verkaufen, ich habe bessere. Okay. So. Dann ab nach oben. Oh, wenn ich das da schon lese mit Ellie. Boah, nee. Und wie ist Promethea so? Ein Dschungel aus Beton und Neon. Atlas liegt in den letzten Zügen. Wir werden Reese helfen, wenn wir können, aber erstmal müssen wir nach Athenas. Ich habe da eine Freundin, mal sehen, was sie weiß. Claire, okay. Verschlüsselte Nachricht an Athenas. Rufzeichen Saphir. Ey, die kennen wir. Das ist doch die aus dem ersten Teil, ne? Ne, zweiter. Du weißt schon, Lilith ist aus dem ersten Teil. Ach ja, stimmt. Maya. Sie kommt klar, bis wir da sind. Sie ist eine Sirene und ein Badass, wie er im Buche steht. Vielleicht bringen wir sie ja dazu, uns beizutreten. Wäre hilfreich, noch eine Sirene an Bord zu haben. Neben dir, Lilith. Dich habe ich mitgerechnet. Oh, mehr Ladies, aber mir ein Klappram-Körbchen. Schnauze. Ja, aber nicht wie, aber nicht aus dem Grund, weshalb du denkst. Okay. Nebenmission bei Tennis.
Was haben wir denn da? Ach, das können wir hier auf dem Schiff machen. Tennis gehen die Spritzen aus. Ah ja. Die blöden Primatenbewohner dieses Schiffs scheinen meine Spritzen zu stehlen, um sie für was auch immer zu nutzen. Ich hab keine mehr und brauche sie zurück. Na dann. Ja. Das andere ist zwar wichtiger, aber drauf geschissen. Ganz schnelle Mission hier. Sie spielen Darts mit meinen Spritzen. Das ist inakzeptabel. Außerdem weiß doch jeder, dass Spiele nur was für hirnamputierte Schwachköpfe und Rotzblagen sind. Wie zum Teufel ist sie denn da hochgekommen? Oder? Die ist doch hier hinten, oder nicht? Ja, hier im Treppenhaus wahrscheinlich. Oder? Nee, doch, war da unten. Warte mal, hier. Ja, bei Moxie. Hab sie. Ich frag jetzt nicht. Hab sie, bei Moxie. Die liegt einfach nur auf dem Tresen. Verstehen diese Neandertaler denn nicht, dass ich die Vorräte im Labor brauche, um meine Arbeit zu tun? Wie soll ich ohne Spritzen die verschiedenen Flüssigkeiten von einem Ort zum anderen bringen? Unfassbar. Von Halsmaul. Die Idee ist aber nicht schlecht, was der eine hier hat. Du weißt nicht, du willst nicht wissen, wo ich eine Spritze gefunden habe. Gut, ich weiß es doch aus meinem privaten Spiel. Die hätte aus Claptraps Kopf. Ja, ich weiß. Bei mir hatte ich den Autofolienhut. Das hat natürlich auch gut ausgesehen. Ja. Was steht dort? Okay. Er hat hiermit die Spritze als Antenne benutzt. Mhm. Und mal, was steht da? Pay attention, gag attacks on device. Have you or a loved one ever been attacked or eaten by a gag? Report attacks to your local sheriff. Mhm. Na klasse. Diese hier wurde benutzt, um grenzwertige Pornografie zu verdecken. Ja, stimme ich zu. Die soll oben sein, hä? Absehe. Na dann. Das sind wahrscheinlich alle, die du finden wirst. Bring sie bitte zu mir zurück, damit ich wieder meiner Arbeit nachgehen kann, Kammerjäger. Ich frage mich manchmal wirklich, warum ich mir das hier antue. Zumindest habe ich Zugang zu unzähligen eridianischen Artefakten und einer Menge von Testsubjekten. Ach nein, ich soll sie ja Patienten nennen. Jetzt kann ich endlich wieder arbeiten. Danke, Kammerjäger. Und falls du noch wen findest, der meine Spritzen gestohlen hat, exekutiere ihn. Okay, tschüss. Gab immerhin den Level up. Ja. Bing. So, ab nach Athenas. Ja, ich würde es am liebsten immer noch englischsprachig aussprechen. Athenas. Klingt aber auch schöner. Promethea klingt auch so. Ja. Wollen wir das? Wir müssen. Dann wollen wir mal.
Aber ganz ehrlich, man merkt, zu wem Ellie gehört, vom Verhalten her. Oder findest du nicht? Ich komm grad nicht drauf. Ja, zu Moxie? Achso, ja. Landekapsel war ja. Hier hinten. Ein von einer seelensaugenden Sirene angeführter Banditenkult. Firmenkrieger und Promethea. Wir stecken in der Scheiße, Amigo. Kein Zweifel. Tritt einfach weiter für Lil in Erbsche. Ach, jemand muss ja. Hast auch wieder recht. Wenn du so weit bist. Ja, ja. Boom, weg. Sieht doch auch nicht irgendwie nach, so nach Tibet aus oder so, ne? Nee, das sagte ich ja nur mal im LS schon, bevor der Release war. Weil diese tibetanischen Arschlöcher. Was? Wer hat das gesagt? So, alles ready? Ja, weiter geht's. Auf geht's. Ab geht's, 3 Tage wach. Ich bin Maya. Komm zu mir ins Marktviertel. Ein Bataillon Maliwan-Soldaten zertrampelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen. Du weißt schon, bei ihrer Auslöschung. Ach, gerne doch. Klar. Automaten. Kisten. Solange es nur Muni gibt. Klassenmods. Warte mal, auf welchen bist du gegangen? Auf den blauen Skilltree? Grün. Okay, ich hatte hier einen Klassenmod im Automorden. Okay. Skills sind Intimsphäre plus 1 und Waffenstärke plus 2. Das klingt gut, ja. Plus 9% Assault Rifle Shot und plus 7% Jacobs Nachladegeschwindigkeit. Ja, yep, das passt. Okay, dann... Da. Besser als mein aktueller sogar. Dann lohnt sich ja. Was ist das? Wir machen es mal so rum. Ja. Nee, falsche Taste. Wenn die Behörden wissen, dass ich das verkaufe, wäre ich meine Lizenz los. Schon wieder. So. Welche Lizenz? Ich dachte, du hast keine. Seine Approbation hat er ja verloren. Oh, der hat schön explodiert. Erledigt diese Truppen. Ich bin bald da. Ich sorge nur für etwas. Oh oh. Pyrotechniker. Karma-Neuausrichtung, so kann man es auch nennen. Der ist schon hinüber. Hey. Damit. Nein. Das war so nicht geplant. Nur der wahre Jäger gewinnt. Die Jagd hört nie auf.
Aua, nicht ins Gesicht. Der hat gleich mal was fallen lassen. Ich treffe gerade gar nichts. Au. Ach, komm her, du Köder. What the? Danke. Ein Ding. Oh, Vorsicht, hinter uns. Der ist schon weg. So. Okay. So. Dann. Ding dong. Ja, typisch Sirene. Mhm. Face lock and load. Na, was geht? Du treibst dich also mit den Raiders rum. Schätze, Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Bereit für etwas Action? Deswegen bin ich hier. Hintern. Und um sie zu treten. Dachte ich mir. Mir nach. Wir treffen uns mit meiner Schülerin, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Das Fragment ist in einer eridianischen Einsiedelei eingeschlossen. Das Kloster wurde von Menschen darum herum erbaut, die es für heilig hielten. Ist es vielleicht, aber im Moment zieht es die falsche Aufmerksamkeit auf sich. Ich kam von Pandora zurück, um diesen Ort zu schützen. Hat gut geklappt, bis Maliwan uns gefunden hat. Ja, passiert mal, ne? Achtung, ihr dämlichen Pazifistenmönche! Hier spricht Unterdrücker Trond. Das ist nicht nur ein Titel, Unterdrückung ist mein Metier. Athenas ist jetzt Eigentum der Maliwan Corporation. Zutritt verboten. Oh, das ist Trond. Säge. Bislang konnte er nicht in die Einsiedelei vordringen, aber wir sollten uns nicht auf seine Inkompetenz verlassen. Nicht? Oh. Mönche, ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen, aber eigentlich mache ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen riesigen Minderwertigkeitskomplex. Schön, dass du es einsiehst. Wenn das Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, dann werde ich das tun, versteht ihr? Aua! Oh, Vorsicht! Abgenoggert! Klappt doch schon ganz gut. Oh, dicker Brummi! Aber meine neue Granate macht fast kurz einen Prozess mit denen. Ja, der hat verdammt einen Schildbot. Aua, aua, aua. Ja, danke. Das hat mich gekillt. Okay, erstmal kurz. Auf Fernkampf. Ja, den hat's erwischt. Sauber. Den auch. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Da hinten kommt der nächste. Sogar zwei. Aua. Ich glaube, es hackt.
Ein Dicker down. Der zweite auch. Ups. Oh, da hat es den Kopf zerplatzt. Aber die lassen sich auch für jede Sirene irgendwie neue Fähigkeiten einfallen, ne? Ja, zum Glück. Wobei nach drei Teilen ist ja noch einiges offen. Da können sie sich noch mehr einfallen lassen. Das ist natürlich wahr. Oh. Ich fliege. Die hilft ja auch nicht mehr. Da hat dich jemand kalt erwischt, was? Wo geht's denn hier lang? Was gibt's denn da? Mama zu rufen, ey. Hier oben gibt's ein verstecktes Lok. Wenn wir nicht im Krieg sind, läuten die Frauen. Okay. Persönlichen Aufzeichnungen von Captain Trant. Und wenn einer von euch Statuenputzern zuhört, werdet ihr schon merken, was auf euch zukommt. Klinge ich eigentlich zu verträumen? Als ich klein war, nannten mich alle kleiner Sammy träumt. Ich habe geschrien, mein Name ist Samuel Trant. Trant! Aber sie haben nie meinen richtigen Namen gesagt. Tja. Ich bin wirklich gut geworden und eigentlich gar nicht mehr verträumt. Hier ein Scheißhaus mit Waffen. Okay. Muss mal gucken, was Gutes ist. Alles Geld, was man hier einsammeln kann, ne? Dementsprechend. Mhm. So. Immer nicht, was Tyreen Lilith angetan hat. Wenn wir die Schlampe erwischen, wird abgerechnet. Mhm, würde ich aber auch sagen. Oh, neues Sniper. Maya, wo ist die Kleine? Sucht vermutlich Ärger. Ob du Ärger hast oder machst, mögen die sechs Stürme dich schützen. Er hat recht. Ich sollte nach meiner Schülerin sehen. Ava, bewachst du noch die Bibliothek? Maya! Hey, ja, ich bin sowas von bei der Bibliothek. Du hast doch gesagt, ich soll dort bleiben. Hier, weil ich bin ja noch hier. Das war ein... ich muss los. Ava ist so schwer an einem Ort zu halten wie Quecksilber. Aber deshalb habe ich sie aufgenommen. Entweder wird sie umgebracht oder ich bringe ihr bei. Zu überlegen. Was eine Lehrerin. Athenas, hier spricht Captain Trant. Gebt sofort das Schlüsselfragment heraus, oder wir verkleinern euren so blöd friedlichen Planeten. Das heißt, wir sprengen ihn. Gott, ich liebe diese Firma. Form und Funktion. Ups. Ups. Flaschkonfetti. Tod lächelt. Ja, die können doch nix. Sind sie das? Ja gut, musst du aus Erfahrung sprechen, ne? Wenn du schon ein paar besiegt hast. Angeblich. Aber hallo, Kammerjäger. Wärst du bei Beginn der Invasion da gewesen, hätten wir allein standgehalten. Jetzt läute die Glocke. Bong! Was, du hast eine Bong? Wo? Ich brauche Iridium, um in die einzige Leit zu gelangen. Ja.
Räuberei. Nennen wir es lieber Grabungsräuberei. Muss ein Ruf fahren. Gut. Auf dem Friedhof ist etwas Iridium versteckt. Irgendwas sagt mir, dass Ava schon da ist. Sie wird dir helfen. Ich war noch nie in der Einsiedelei. Es sind iridianische Schutzvorrichtungen darum. Aber die müsste ich umgehen können. Es gibt da eine Passage in meinem Buch über alte Sirenentechniken. Ich hole es mir, da die Bibliothek nicht bewacht ist, und komme nach. Ja, aber das würde ich sagen, erst in der nächsten Folge. Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann hoffe ich, hat euch die Folge wieder gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir auf Promethea wieder für Ordnung sorgen und für mehr Glockengeläut. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao.